Theraband-Übungen zur Kräftigung des Schultergürtels und oberen Rückens. Befestigen Sie Ihr Theraband zum Beispiel an einer Türklinke. Suchen Sie sich einen sicheren Stand. Ziehen Sie mit gestreckten Ellenbogen die Hände nach außen und hinten. Für die zweite Übung ziehen Sie die Hände weit über den Kopf. Auch hier nach außen und hinten. Achten Sie darauf, dass Sie einen sicheren Stand haben und nicht ins Hohlkreuz fallen. Für die dritte Übung drehen Sie sich mit dem Rücken zur Tür. Greifen wieder das Theraband und stellen sich nun in eine Schrittstellung. Bringen die Arme mit leicht gebeugten Ellenbogen in die Luft und drücken dann die Hände nach vorn. Die vierte Übung. Drehen Sie sich seitlich zur Tür. Greifen Sie das Theraband mit nur einer Hand. Legen Sie die freie Hand in Ihre Taille und nehmen Kontakt mit Ihrem Ellenbogen auf. Drehen Sie nun die Hand nach außen. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand in der Taille und Ihr Ellenbogen zu jeder Zeit Kontakt haben. So können Sie eine Ausweichbewegung vermeiden. Führen Sie diese Übung zu beiden Seiten aus. Für die fünfte Übung suchen Sie sich wieder einen festen Stand, hier in der Schrittstellung gezeigt. Ziehen Sie das Band von unten nach oben außen.